Hallo Leute, herzlich willkommen. Es geht weiter mit Days Gone. Ich bin mit Ricky unterwegs. Wir sind hier an diesem, ja, weiß nicht was es ist, Funkturm, Sendeturm. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir hier auf irgendwelchen Widerstand stoßen. Oh nein, nein, nein. Ey, da stimmt was nicht. Es sollte mehr Wasser rausfließen. Genau dort, ja. Und hörst du das? Was, was? Genau. Würden die Turbinen laufen, müsste man sie eigentlich bis hierher hören. Okay. Mhm. Oh. Was ist da passiert? Was? Oh. Das ist mit allen Brücken hier passiert. Kluge Männer in Uniform dachten, dass die Horden so nicht weiter vordringen können. Oh. Flüchtlinge oder Horden von Freaks? Du meinst so Kerle wie Copeland? Der sicher auch. Hm. Okay, komm, ich will eben was überprüfen. Na klar, machen wir doch. Tja, die Kleinen da oben wieder. So, Ricky, wo geht's hin? Komm her, fühl mal. Na los. Fühlen, wieso fühlen? Okay, fühlst du irgendwas? Nein. Ganz genau. Wenn da Wasser durchfließt, dann müssten die Turbinen vibrieren. Komm. So. Hier hoch. Jetzt müssen wir bis ganz nach oben. Darauf. Ich folge dir. Siehst du das? Sowas nennt man Druckrohr. Das Wasser aus dem Staubecken fließt mit hohem Druck durch die Leitungen. Dabei wird die Strömung konzentriert und zu den Turbinen geleitet. Verdammt, woher weißt du das alles? Meine beiden Brüder haben ständig an irgendwas rumgeschraubt. Mit Dad. Er hat mir dann auch mit 17 einen Job bei Boeing besorgt. Ich ging damals halbtags zur Schule, um Mechanikerin zu werden, als es losging. Okay. Hast du sie wiedergesehen? Deinen Vater, deine Brüder? Nein. Komm, hier drüben. Ja, ich komme ja schon. Moment, lass mal an. Das wird bestimmt Spaß machen. Und was jetzt? Warte, was soll das? Was machst du da? Die zieht sich aus. Wir waren nur kurz zusammen unterwegs. Nein, 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 ich sagte aber nicht, dass ich nicht schwimmen kann. Ich sagte, ich schwimme nicht. Gemeldet. Einer von uns muss darunter den Zulauf säubern. Also, mach ich's. Oh, aber du kannst gerne zusehen. Okay. Na, oh, cooles Tattoo noch. Jetzt oder nee, los geht's. Krass. Es ist so tief da, das Wasser, dass man da reinspringen kann. Ja, das ist ziemlich verstopft. Aber ich kann es sauber machen. Lauf du zur Turbine zurück. Sieh nach, ob sie vibriert. Na dann. Mache ich das doch. Hier. Kleine Orientierungsstörung. Na, du kleiner Scheißer. Sind aber ein paar da oben. Nichts. Warte mal kurz. Das Ding läuft. Ja. Gut gemacht. Gut gemacht, ja. Kann man so sagen. Jetzt laufe ich wieder hoch, damit wir gleich wieder zusammen gemeinsam runterlaufen können, oder? Wahrscheinlich. Oder ich muss ja Bescheid sagen, oder? Ah, sie ist schon wieder hier. Spürst du das Vibrieren?
Ja, aber die Stromkabel sind noch tot. Was? Mann, ich wusste, dass das zu einfach ist. Na gut, los. Auf zu den Stromwandlern. Also, was wurde aus deinem Dad und deinen Brüdern? Keine Ahnung. Auf meinem Rückweg habe ich sie angerufen, aber es war ständig besetzt. Als ich dann beim Haus ankam, waren alle weg. Das ganze Viertel war wie ausgestorben. Überall hingen Flyer rum, Evakuierungsbefehle. Ich fuhr zum nächsten Flüchtlingslager, aber das stand schon nicht mehr. Alle waren tot. Überall waren Freaks. Oh Mann, Ricky, das tut mir echt leid. Ja, das Ganze ist lange her. So, wo geht's hin? Die hier speisen die Leitungen Richtung Süden. Gut. Weißt du, was mit den Dingern nicht stimmt? Nein, keine Ahnung. Okay. Möglicherweise ein Kurzschluss im Verteilerkasten. Lass uns mal unten nachsehen. Okay? Oh, okay. Wenn du das sagst. Das mit dir und Schizo, es sieht ständig so aus, als würdest du ihm gleich die Gurgel rausreißen. Das wirst du mir jetzt nicht glauben. Vor kurzem haben Eddie und ich ihn vor unserer Hütte erwischt, als wir gebadet haben. Warte, Moment mal. Schizo, der ist echt ein Spanner. Ich sagte, wenn es nochmal passiert, zeige ich ihm, dass meine Knarre größer ist als seine. Oh Mann. Weißt du, wenn Eddie bei dir war, dann war Schizo sicher nicht deinetwegen da. Ja, sehr witzig. Wäre ich nicht dazwischen gegangen, hätte sie den Bastard erledigt. Autsch. Genau, leg dich nicht mit Frauen an, die ein Skalpell schwingen können. Hey, hilf mir hoch. Mal über Leiter. Okay, alles klar. So. War doch voll Stacheldraht. Ich mach das Tor auf. Na los. Ah, nee, das ist gleich hier drüben. Am Tor nicht. Oh Gott, was stinkt denn hier so? Freakernester. Dem Gestank nach sogar ziemlich viele. Bleib bei mir. Okay. Viele Molotovs hast du dabei. Genug. Okay. Du weißt, wie es geht. Du brennst sie an, ich werf sie weg. Ja, ja, ist lange her, aber wird schon gehen. Räume Freakernester im Verteilungskasten. Ich muss sie ja erst mal finden. Das wird brennen. Bereit? Boah, was geht? Das war aber nur eins. Zünd sie an. Da kommen sie! Okay. Wow. Das schon alle. Alles gut? Ja. Die mögen wirklich keine Besucher, oder? Ja, kann ich verstehen. Sie sollten sich lieber mal dran gewöhnen. Weißt du was? Das hier gehört ab jetzt zum Lost Lake Camp. Alle macht den Volk. Okay, checken wir die Verteilerkästen und dann nichts wie weg hier. Ja. Das war's dann. Bereit? Ja. Ging ja schnell. Okay. Ich hätte meinen Molotow gar nicht warten müssen. Aha.
Ja. Es werde Licht. Houston, wir haben Strom. Gut gemacht. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Komm schon, wir müssen noch die Tür blockieren. Ich will nicht jeden Monat herkommen, um die Viecher wegzuräumen. Warte, warte, du bist in einem Monat hier? Was? Nein, ich weiß nicht. Kannst du bitte... Meine Güte. Verarsch dich doch nur, Dick. Komm. Kehre mit Ricky Warum zurück. Warum fragst du nach meinem Dad und meinen Brüdern? Ich weiß nicht, du hattest sie vorher nie erwähnt. Es tut mir leid, wenn ich... Ich verstehe, dass du nicht drüber reden willst. Schon okay. Hat mich daran erinnert, dass ich dich schon längst mal was fragen wollte. Schon als wir unterwegs waren. Okay, Ricky. Ricky, nicht jetzt. Du kannst mich später fragen. Warte, nein. Hey, hey. Komm schon. Hey, du hast nie gefragt, warum ich nicht mehr mit euch gefahren bin. Sollte ich etwa fragen? Ich wusste doch, warum. Iron Mikes Schwachsinn. Gott, Ricky, muss das sein jetzt? Wir waren schon länger unterwegs. Seit, ich weiß nicht, ein paar Monaten. Was soll? Okay. Okay. Es war in einer Nacht. Und ich erinnere mich ganz genau. Draußen schneit es gerade und... Busa schnarchte. Weißt du noch, wie er geschnarcht hat? Ich dachte, er hetzt damit eine Horde auf uns. Daran hat sich nichts geändert. Aber egal. Du dachtest, wir würden schon schlafen und du warst da draußen ganz allein, wie so oft. Und du hast etwas angestarrt. Du warst die ganze Nacht wach. Zeig mir das Foto, Dick. Komm, bitte. Da wusste ich es. Was wusstest du, Ricky? Dass ich nicht so enden wollte. Wie so viele von uns hier. Gefangen in der Vergangenheit oder davor weglaufend. Ich will nach vorn blicken. Okay? Nicht zurück. Es ist nicht so, wie du denkst. Okay? Wirklich? Er hat das Zeichen auf dem Rücken. Wir sind vom Lost Lake Camp. Was ist jetzt los? Wow, sie ist lebensmüde. Tolle Idee. Willst du es nochmal versuchen? Will die anfangen, mit denen zu reden? Ja, wie lange bist du schon im Camp? Scheiße, seid ganz schön weit weg von zu Hause, oder nicht? Oh, kein getroffen. Iron Mike, Vertrag. Hör mir zu, die sind auf Lost Lake. Hey, wow. Warum schwingt ihr eure Ärsche nicht wieder zurück nach Iron Butte, dem Scheißloch, aus dem ihr gekrochen seid? Was ist dieser blöde Scharfschütze? Okay, wo ist Ricky? Ah, hier. Wieso habe ich denn meine Taschenlampe schon wieder an? Ihr seid ganz schön weit oben im Norden, ha? Huh? Ihr solltet lieber in Carlos Nähe bleiben, ihr Scheißer! Jemand? Ach, da hinten. Ah, verdammt.
los. Oh. Ich glaube, den einen habe ich getroffen, oder nicht? Boah, das sind noch ganz schön viele. Ich habe fast keine Munition mehr. Munition aus, ich glaub's ja nicht. Naja, ohne Witz. Bluten lassen. Da wären die Freaks hier ganz schön happy, ha? Das ist doch, was ihr wollt. Du hast Hunger. Wir sind satt. Schwach. Wir sind stark. Du bist allein. Wir sind vereint. Schließ dich uns an. Mit uns besiegst du die Vergangenheit. Oh ja. Achso, das ist nur Pistolenmunition. Nicht. Das war jetzt ja auch der Witz des Jahrhunderts. Na los, mach ihn fertig. Immer noch nicht. Hab doch nicht. Kann ich da keine Munition abgreifen? Das gibt's doch nicht. Ah doch, ich hab 7 Schuss. Der Typ ist ja nicht ganz normal. Der Spinner jetzt. Steht der immer noch auf dem Auto oder? Ah, da vorne. Boah, den kriege ich mit meinem kleinen Messer aber nie fertig. Boah. Na los. Muss ich mit meinem Messer den erledigen? Das gibt's ja wohl nicht. Wird ja ewig gehen. Ja, halt! Wir zeigen dir den Weg! Wow. Töte ihn, töte ihn. Weg, weg, weg! Das gibt's doch alles nicht. Oh Mann, wo ist denn Ricky eigentlich?
jetzt mal irgendwie an Munition kommen, aber... Ja, 7 Schuss habe ich noch, toll. Okay, das müsste der letzte Gewicht sein. Der ist jetzt schon mal platt. Ich glaube, Ricky hat mir da jetzt noch geholfen, kann das sein? Keine Ahnung. Glück gehabt. Früher hatte ich auch mal mit solchen Typen zu tun, die werfen sich PCP rein oder irgendein anderes Zeug. Oh oh, Badesalz. Erinnerst du dich? Das war der letzte Schrei, bevor alles den Bach runterging. Ja, okay. Komm schon, mal sehen, ob die Bikes noch da sind. Ah, da liegt er. Sterilisierungsmittel, ja, immerhin. Immerhin, da gibt es noch Benzin. Ist die Frage, ob ich jetzt überhaupt tanken muss, ich glaube, bei der Mission du eigentlich wirklich nicht. Iron Mikes Vertrag mit diesen Bastarden wird halten? Keine Ahnung. Scheiß Ripper, nach dem, was sie mit Busas Arm gemacht haben und nach der Sache mit Lisa, was? Das hier hatte einer in der Hand. Was ist passiert? Hattet ihr Ärger mit denen, du und Busa, mit den Rippern? Ich meine, wegen des Antibiotikums? Na, ich... Keine Ahnung, hör zu. Was immer Carlos denken mag. Das ist nichts verglichen mit dem, was ich ihm antue, wenn ich ihn sehe. Komm, gehen wir. Hey, kann ich dich mal was fragen? Darf ich Nein sagen? Wie bist du an den MC geraten? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben viel Zeit. Okay, ich war früher bei den Gebirgsjägern, einer Spezialeinheit, die mit der Nordallianz kooperierte. Oh Mann. Wow, ich wusste nicht, dass du bei der Army warst. Warum? Willst du es hören oder nicht? Tut mir leid. Wir rückten auf Mazar-i-Sharif vor. Da gerieten wir plötzlich in einen Hinterhalt der Taliban. Auf ihren Pritschenwagen hatten sie SU-23, umgebaute Flakgeschütze. Dicke Dinger. Ja, richtig dicke Dinger. Der Humvee explodierte, fiel eine Klippe runter, direkt in den Hari. In Afghanistan zu ertrinken, ist wirklich schwer. Ehrlich, das ist eine gottverdammte Wüste. Ich wurde rausgeschleudert. Als ich aufwachte, lag der Humvee verkehrt herum im Fluss. Ich schwamm raus und suchte Überlebende. Ich zog eine Leiche ans Ufer. Und dann 7 weitere. Dann brachte ich Tanner an Land. Sarge. Das war's dann. Und als ich heimkam, keine Ahnung, ich holte mir ein Bike, jahrelang damit rumgefahren, von Ort zu Ort und... Na, farewell? Du bist hier aufgewachsen, oder? Ja, okay. Als ich mich also wieder dran gewöhnt hatte, heuerte ich in einem Bikeshop an, der diesem alten Kerl namens Jack gehörte, der diesen Club leitete. Press, so haben wir ihn immer genannt. Er hat mich selbst aufgenommen. Jack? Busa hat von ihm erzählt, glaube ich. Saß er nicht auch im Gefängnis? Das war eine miese Sache. Er hat's auf seine Kappe genommen. Club. Ihr habt euch sicher nahe gestanden. Ja, ist ja interessant, was er früher gemacht hat. Bei den Gebirgsjägern, okay? Kommen wir morgen wieder. Dann kannst du das Werkzeug besorgen und wir kümmern uns drum. Dann sind weniger Freaks unterwegs. Also keine heiße Dusche? Okay. Aber ich will dir zuerst was zeigen. Nein, Ricky, der Tag war lang. Komm schon, du weißt viel über die Freaks. Ich will dir was zeigen, was du vielleicht nicht weißt. Komm, wo wir schon hier sind. Scheiße, na gut. Dann los. Wenn's dann sein muss. Hey, darf ich dich was fragen? Oh Gott, wie ich schon sagte, kann ich's verhindern.
Fragerei. Was meinst du? Hört auch nicht auf. Ich meine, warum tragt ihr noch eure Kutte? Du und Musa. Ihr wollt ja keine Mitglieder mehr oder Territorium für euch beanspruchen. Nein. Einige Kollegen haben früher am Wochenende Kutte getragen. Ich habe sie mal gefragt und sie sagten, es wäre ihre Art von Fuck you in Richtung Polizei, Behörden und Regierung. Gegen wen rebellierst du denn? Gegen den Rest. Hör zu, wir tragen die Kutte nun mal. Was willst du denn? Ich spreche nicht für Busa, aber für mich ist es nichts weiter. Meine Kutte, das bin ich. Ich habe schon eine Menge Scheiße in meinem Leben gebaut, aber die Zeit beim MC ist eine der wenigen Sachen. Immer mitten in den Dialogen bricht Ricky, er. Was machen wir hier? Ich kenne die Nero-Todeszüge schon und Horden von. Ich weiß, aber noch nicht so. Zum Teufel. Sehen. Ich war schon oft hier, um sie zu sehen. Sie bleiben in den alten Gebäuden und kommen jeden Abend raus, als läute jemand eine Essensglocke, weißt du? Am Morgen kommen sie zurück, aber wozu? Ruheschlaf? Du meinst, du hast noch nie nachgesehen? Haha. Nein. Einmal ging ich zu nah ran und ein Dutzend von ihnen hat mich gejagt. Ist wie ein Stich ins Wespennest. Na los, gehen wir. Es wird dunkel. Krasse Horde. Ist ja Wahnsinn. Okay, dafür habe ich neulich etwas gesehen, was du nicht glauben wirst. Oh, du bist nicht weh. Halt, lass mich haben. Du hast Nero gesehen. Warte mal, woher weißt du das denn jetzt? Sie wurden schon öfter gesehen. Überall in Lost Lake. Scheiße. Warum fragst du? Okay. Sie sind nicht hier, um zu helfen. Sie scheinen sofort loszuballern. Ist mir egal. Ja? Klang irgendwie anders. Also, da wissen die um die Helis Bescheid. Da sind da öfter welche. Auch interessant. Lost Lake Resort. Home sweet home. Hey, wo zum Teufel wart ihr so lange? Schön, dich zu sehen. Skizo sagte, du und Deacon, ihr wärt los. Ich hatte Angst. Adi, ich bin müde, okay? Oh, echt toll. Hey, Deke. Danke. Ja, okay, sag Bescheid, wenn du mit dem Stromwandler anfängst. Ich bin hier. Klar. Schwachsinn. Was ist dein Problem? Nein, was ist dein Problem? Ich sag doch, ich bin müde. Mehr nicht. Okay, tut mir leid. Wie gesagt, ich hatte Angst. Du sagst doch sonst Bescheid, wenn du wegfährst. Okay. Das ist alles? Die hat jetzt aber ein bisschen rumgezickt, diese Krankenschwester. Auf jeden Fall, Mission abgeschlossen, Leute. Bei 63% sind wir hier jetzt, cool. Story-Mission, Phasen der Klarheit. Freaker-Nest, wurde niemand genannt. Da kam ein, wie heißen die Viecher? Kreischer. Ich verschwende hier echt meine Zeit. Sie heißen so aus. Oh, sieh mal einer an. Zu spät für Sumpfdienst. Tja, das ist echt Pech. Was geht? Zu spät für Sumpfdienst. Ich frag mich echt, was der den ganzen Tag getrieben hat. Ja, cool. Hey, es läuft's? Geht immer ums Bike. Tanken. Reparieren. Geh mit ihr um. Okay. Na klar, mache ich. Selbstverständlich. So, mal eben noch speichern, Leute. Wir sehen uns. Wie geht's dir? So. Und dann sehen wir mal, was wir hier als nächstes machen. Phasen der Klarheit. Sind wir denn da bei 48%? Hier bei 20. Ja. Auf jeden Fall wieder ein ganzes Stück weitergekommen, Leute. Ich suche noch ein paar Sachen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich mache an der Stelle wieder einen Cut. Schaut einfach das nächste Video rein. Da geht's weiter. Das ist ein Ende.